dann lach ich mich schier kaputt. Nur Katastrophe, nicht viel mehr. Ich find's wirklich eh okay. Lady, sag's euch, nehmt's et krumm. Denn wir sind doch auch et dumm. Fraget noch und nicht nur dir, die uns wählen, wie viel. Es ist so. Es wär so schön, wenn sich's auch ums Gute dreht. Ja, ich weiß es. Ja, ich weiß es, was ich da sagen soll. Ja, ich weiß es. Ja, ich weiß es, ich find's so gar nicht toll. Doch halt an, ich sag's euch fein, müsst hinterfragen und zwar gleich. Wollen wir aufgehen oder leben, unsere Gesellschaft ganz aufheben? Ist denn so gut, Hoffnung mit ein bisschen Mut. Es wär so gescheit, denn ich weiß es. Ja, ich weiß es, was ich noch sagen soll. Ja, ich weiß es. Ja, ich weiß es, ich find's so gar nicht toll. Denn ich weiß es. Ja, ich weiß es, lass ich doch oft halt voll. Ja, ich weiß es. Lebe ich doch wundervoll. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Ja, ich weiß es. Oh, ich weiß es. 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 Was weiß ich eigentlich raus will, ist, dass die Leute trotz den ganzen Einschränkungen das Kulturangebot möglichst bald wieder annehmen könnten. Ja, und zwar in alle möglichen Richtungen, sagen wir es mal so. Ich glaube, man soll diesen Bereich Kultur nicht unterschätzen. Ja, also ich sage mal, es werden, glaube ich, fast 2 Millionen Menschen davon beschäftigt in Deutschland. Es ist also durchaus systemrelevant. Und egal, wie stark dann die Einschränkungen sind, aber es muss Konzepte geben, dass auch wieder Kultur und Spaß und Freude wieder in unsere Gesellschaft einkehrt. Ja, und dass wir nicht so gespalten sind. Ja. Das ist jetzt also nicht unbedingt, hat das mit uns zu tun, aber auch. Ja. Das heißt, wir wollen natürlich auch dazu beitragen, dass die Leute im Konzert, egal was sie für Meinungen haben vorher und in dieser Corona-Zeit, dass sie als Gemeinschaft rausgehen und sagen, wir haben Spaß gehabt. Ja. Mhm. Und das soll nicht bei uns der Fall sein, sondern nicht bei allen kulturellen Veranstaltungen. Also das ist so eine wichtige Botschaft, die mit Sicherheit jeder Kunstschaffende eigentlich dann auch vertritt. Das darf man nicht vergessen, auch in dieser Zeit, wo Lockdowns sind. Alles, was wir, wenn wir den Fernseher anschalten oder das Radio, ist unterlegt von Musik und es kommt wiederum von Künstlern. Und viele Leute nehmen das als selbstverständlich. Und das ist eigentlich traurig, weil das hat die Zeit beschwingt, wo man nicht viel machen konnte. Und dass es aber von Künstlern kommt, die wo jetzt so irgendwie durchhängen, das ist irgendwie, fällt manchmal gedanklich so hinterher. Und
Da würden wir uns freuen, wenn sich da irgendwo wieder was an Wertschätzung wieder aufbaut für all die Leute, wo da dranhängen mit dem ganzen Drumherum genauso.